Hätte mir jemand 1989 oder 1990 gesagt, du wirst mal Bundestagsabgeordnete oder gar Vizepräsidentin des Bundestages, das höchste staatliche Amt, das ein Mitglied meiner Partei in der Bundesrepublik bekleidet, den hätte ich zum Arzt geschickt, was anderes wäre mir da nicht eingefallen. Und ich gestehe, ich habe nicht nur die Verhandlungen des Runden Tisches, sondern insbesondere dann der Volkskammer bis zum Beschluss zum Beitritt zur Bundesrepublik, aber dann natürlich auch die politischen Verhandlungen im Bundestag sehr aufmerksam und manchmal auch verunsichert verfolgt mit der Frage, was kommt da auf dich persönlich zu. Aber mir war natürlich völlig klar, mit dem 18. März, mit dem Wahlsieg der Allianz für Deutschland bei der Volkskammerwahl, dass es auf die Einheit zugeht. Und die Frage war natürlich an dieser Stelle, kannst du da irgendetwas mitbestimmen oder nimmst du dann irgendwann der Zeitung oder den Nachrichten, zu welchen Bedingungen das passiert? Das war für mich so der Grund, mich zu entschließen, im Mai 1990 für das Bezirksparlament hier zu kandidieren, weil ich dachte, hier kannst du vielleicht vor Ort ein bisschen was mitgestalten. Ich war Lehrerin für Deutsch- und Kunsterziehung und etwas, was die heutige Generation gar nicht mehr kennt. Ich war bei der staatlichen Kinderorganisation der DDR angestellt als Pionierleiterin, habe also an der Schule nach dem Unterricht die Freizeitaktivitäten der Kinder organisiert und auch entsprechend durchgeführt. Allerdings im Jahr 89 war ich mit etwas ganz anderem beschäftigt. Ich war angestellt bei der Pionierorganisation und hatte den Auftrag, gemeinsam mit Wissenschaftlern aus dem Hoch- und Fachschulbereich ein Lehrprogramm zu entwickeln zur Ausbildung von Freizeitpädagogen. Irgendjemand war im Januar 1989 im Ministerium für Volksbildung aufgefallen, dass man Lehrerinnen und Lehrer, Erzieher eben nicht nur pädagogisch, didaktisch und natürlich marxistisch-leninistisch gestählt ausbilden muss, sondern dass man gerade für den Freizeitbereich auch eine eigene Methodik braucht. Und damit war ich 1989 im Herbst befasst. Umso größer war mein Schock nach der Öffnung der Mauer und meinen ersten Besuchen in der Amerika-Gedenkbibliothek im Westteil der Stadt, dass das Fahrrad, also die Freizeitpädagogik im Westen, nicht nur der Bundesrepublik, also in der Bundesrepublik, sondern auch in Frankreich und anderswo längst erfunden war. Das war uns nämlich vorenthalten worden in unseren Expertenrunden. Ich bedauere es sehr, dass man Willy Brandt immer nur sehr verkürzt, damals wie heute, zitiert zur Einheit. Er wird immer zitiert mit jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Aber der zweite Teil seines wichtigen Zitates, dass das nämlich nur mit Respekt und Achtung vor der Biografie des anderen geht, damit eben nicht entstellende Narben bleiben. Dieser Rest wird oftmals vergessen und ist auch an vielen Stellen im Einheitsprozess in Ost wie West vergessen worden. Sich mal zuzuhören, mal zu schauen, was hat der andere eigentlich erlebt, mit welchen Gefühlen, Idealen ist er auch in diesen Prozess hineingekommen und was hat er geleistet. Da sind wir dann schon bei einem politischen Problem, was ich nicht gedacht hätte, dass das im Jahr 2015 uns noch bewegt. Lassen Sie sich von niemandem und schon gar nicht von Politikern einreden, dass irgendetwas alternativlos ist. Völliger Unsinn. Es gibt immer Alternativen. Und wenn ich mir überhaupt irgendwas vorzuwerfen habe, dann ist es, dass ich viel zu lange geglaubt habe, vor der deutschen Einheit, dass das, was ich in der DDR erlebt habe, was dort entschieden wurde, dass das alternativlos ist und sowieso nicht zu ändern oder irgendjemand eine höhere Einsicht hat. Lassen Sie sich das von niemandem einreden.